Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Ich bin jetzt in der Küche, wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt. Und heute wollte ich eigentlich Ramen machen, was Asiatisches, aber die Ingredients gab es nicht bei Walmart. Und dann dachte ich mir, ach, naja, dann gehen wir doch einfach ein bisschen weiter westlich. Gehen wir nach Europa, machen wir was Deutsches. Apfelkuchen wird heute gebacken. Als erstes brauchen wir Butter. Und zwar brauchen wir genau 100 Gramm. Brauchen wir wohl mehr. 102. Okay. Drücken wir mal ein Auge zu. Ja. Sieht gut aus. Ach so, und dann habe ich noch gesehen, auf der Waage steht Fluid Ounces, also Flüssigkeits Gewicht sozusagen, wo ich mich dann frage, steht dann im Rezept, okay, bitte als nächstes 100 Gramm Wasser hinzufügen. Warum sagt man nicht 100 Milliliter oder 50 Milliliter oder whatever, aber nein, 100 Gramm Wasser. Habe ich noch nie benutzt, wenn ich es benutze, gebe ich euch beim nächsten Mal Bescheid. So, das kommt dann jetzt einmal hier rein und Entschuldigung, dass das etwas schmatterig aussieht, aber das ist das wahre Leben. Das ist nicht Instagram oder Facebook oder YouTube. Gut, okay, ich bin auf YouTube, aber das ist das wahre Leben. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Manchmal ist es auch fett. So, dann brauchen wir ein Päckchen, das packen wir direkt da rein, ein Päckchen Dr. Oetker, Vanillepulver, Vanillezucker, haben wir nicht, nehmen wir einfach Braunzucker, ein Päckchen, boah, das ist ein Päckchen, zwei Eier, was ist denn? Was ist das? Das ist gefroren. Das ist gefroren. Wieso ist denn der Kühlschrank so kalt? Könnt ihr das sehen? Wieso ist denn das gefroren? So, das Ei sieht besser aus. Dann Zitronensaft. Ja. Da. Ja, noch ein bisschen. So, 150 Gramm Weizenmehl und auch etwas Milch, aber nicht viel, weil der Teig soll schwer vom Löffel fallen. Ja, ich weiß, das ist kein Löffel. Wir haben ja diese tolle KitchenAid, aber seht ihr das? Der Teig fällt schwer vom Löffel. Naja, gerade eben nicht so, ne? Da ist ein bisschen zu flüssig, aber das macht nichts. Das wird schon. Ja, genau, wir haben ja diese KitchenAid, aber irgendwie habe ich jetzt keine Lust, sie zu benutzen. Als nächstes holen wir uns eine Springform. 26 cm im Durchmesser hat diese nicht, aber was soll's. Der Kuchen wird trotzdem was. Dann das Ganze. So. Fail. Erstmal einfetten. Das wird auch super funktionieren. Ich habe mir ja die Hände gewaschen. Auch desinfiziert. Falls jetzt jemand fragt, das ist aber eklig. Apropos, wo ich hier gerade diesen Pinsel sehe, ich weiß gar nicht, ob es hier auch Tupperware gibt. Habe ich noch gar nicht gesehen. Also, dass irgendjemand Tupperware hat. Aber kommt es nicht aus den USA? Egal, so. Dann den Teig hier reinplumpsen lassen.
habe noch etwas Zimt mit reingemacht. Dann schmeckt der Apfelkuchen umso besser. Dann kommen die Apfelstücken drauf. So, dann habe ich jetzt eben die Streusel fertig gemacht. Die jetzt einfach darüber geben. Ah, sieht das schon wieder lecker aus. Erinnert mich so ein bisschen an Nordsee, Ostsee, jedenfalls am Strand. So ein bisschen Sandbogen bauen. Sandbogen kleckern. Oh, habt ihr das auch gerne gemacht? So Matsch gespielt und so. Ja, das ist jetzt Erwachsenen-Matsch spielen. So, genug. Bei 350 Grad für 40 Minuten in den Ofen. Der sieht doch lecker aus. So, während der Kuchen noch abkühlt, so sieht er aus, perfekt, habe ich mir eben Hot Dogs gemacht und dann kommen da jetzt noch die Gurken drauf. Nach den Hot Dogs sollte eigentlich der Kuchen fertig sein. Und er wird gekostet. Und dann schneiden wir ihn einmal auf. Doch, jetzt wird probiert. Mmh. Oh, mmh. Und Cinnamon dazu. Mega gut. Mmh. Das Rezept habe ich aus diesem Büchlein. Das Schulkochbuch von Dr. Oetker. Sehr zu empfehlen. Ja, das war wieder ein langweiliger Tag mit Martin in den USA. Diesmal habe ich gebacken, nächstes Mal, also nicht nächstes Video, aber irgendwann werde ich hoffentlich endlich mal Rahmen machen können. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann natürlich so wie immer nächsten Sonntag wieder. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und bis dahin, tschüss!